Gedenken an Josef Stalin in Moskau. Am 70. Todestag des ehemaligen sowjetischen Diktators versammeln sich mehr als 1000 Menschen auf dem Roten Platz, um Blumen am nahegelegenen Grab Stalins abzulegen. Einige schwingen dabei die roten Fahnen der Sowjetunion, andere halten Porträts des 1953 verstorbenen sowjetischen Staatschefs. Stalin kam Ende der 1920er Jahre an die Macht und verwandelte die Sowjetunion in einen totalitären Staat. Er befahl die Hinrichtung hunderttausender Menschen und schickte Millionen andere in Gulag-Lager. Manche Russen verteidigen ihn heute dennoch und führen an, dass er die Sowjetunion zu einer Supermacht geformt und damit 1945 im Alleingang über Hitler gesiegt habe, auch wenn viele Historiker das bestreiten. Die heutige russische Staatsführung bedient sich immer häufiger einer an die Zeit Stalins erinnernden Rhetorik und ruft dazu auf, Verräter oder Agenten des Auslands zu verfolgen, die sich dem Konflikt in der Ukraine entgegenstellen.